Panel geht es um die Beweggründe, Motive, Ziele und auch Forderungen dieser jungen Frauen, die trotz Hindernissen, trotz verschiedener Widerstände, Widrigkeiten sich dazu entschlossen haben, dass sie gegen die drohende Klimakatastrophe ankämpfen wollen und sich für den Klimaschutz einsetzen wollen. Jetzt kommt die Videobotschaft von Lena Schilling. Ich bin extrem dankbar, dass es Orte gibt, wo Frauen sich vernetzen, wo wir zusammenfinden und darüber reden, was es für eine Wende braucht, was es für eine Wende in der Klimakrise braucht und dass wir in ganz verschiedenen Orten kämpfen und uns trotzdem einen Kampf eint. Es ist egal, ob wir Unis besetzen, Baustellen blockieren, uns auf die Straße kleben, in Parlamenten kämpfen, im Gemeinderat oder sonst wo. Warum macht sie eigentlich das, was sie macht? Weil ich eine Zukunft für mich möchte. Ich sehe nicht ein, warum ich arbeiten gehen sollte und Geld auf die Seite legen sollte, wenn die Zukunft, auf die ich hinspare, gar nicht kommt. Deswegen versuche ich jetzt sicherzustellen, dass es diese Zukunft, die ich gerne hätte und die ich für alle anderen Menschen auch möchte, auch gibt. Es kann nicht sein, dass immer mehr Menschen zur Flucht gezwungen werden. Es kann nicht sein, dass Menschen aus Urlaubsgebieten evakuiert werden. Und einfach, weil ich keine Lust habe, vor dem Fernseher zu sitzen, mir die ganzen Medienberichte anzuschauen und dann nichts zu tun. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, jede Bühne, die mir geboten wird, jede Bühne, die uns geboten wird, zu nutzen, um euch oder um Menschen da draußen zu sensibilisieren und auf die Klimakatastrophe aufmerksam zu machen. Ich bin eben eigentlich Ärztin von Beruf her und ich denke mir manchmal so, okay, warum arbeite ich in diesem Bereich, warum mache ich Medizin, wenn das Problem der Klimakrise so groß und bedrohend ist, und manchmal überlege ich, ob ich nicht in einem anderen Feld arbeiten sollte, wo ich irgendwie politisch mehr an Hebeln sitze, wo ich gefühlt mehr verändern kann. Es ist halt einfach, sind die großen Konzerne, die Profit machen auf der Grundlage von anderen Menschen, die Menschen ausbeuten. Und als ich das realisiert habe, war mir bewusst, ich muss jetzt laut werden und aufstehen und wir müssen Kämpfe verbinden, egal ob Fridays for Future, egal ob Global bleibt, ob Erde brennt, ob Extinction oder letzte Generation. Die Sache ist halt die, was manche Menschen einfach nicht verstehen wollen, ist, wir sind nicht da, um beliebt zu werden. Wir tun das nicht, um Freunde zu finden. Es ist mir scheißegal, ob irgendwelche ÖVPler mich blöd finden oder nicht. Was sein muss, ist, dass politische Entscheidungsträgerinnen ihre Verantwortung wahrnehmen und halt einfach ihren Job machen. Weil einfach gesagt ist halt, ich bin auch Ärztin und wenn ich meinen Job nicht mache, dann sterben Menschen. Aber in Wahrheit müssen wir erreichen, dass Konzerne, Unternehmen und die politischen Entscheidungsträgerinnen einfach ihren Job machen und dieses Problem 100%ig ernst nehmen. Dank dem Klimavolksbegehren hatten wir den Bürgerinnenrat, der beraten hat, wie wir Österreich klimaneutral machen können bis 2040. Und obwohl 2040 als Zielzeitpunkt zu spät ist, hat der Klimarat trotzdem die wichtigen Hebel, die wir jetzt bewegen müssen, identifiziert. Wir haben ein Ergebnispapier mit 93 Empfehlungen an die Regierung ausgearbeitet, fertig, und das liegt seit Juli 2022 der Regierung vor. Nichts davon oder fast gar nichts, was sie nicht sowieso hätten umsetzen wollen, wurde davon umgesetzt. Wir in diesen Privilegien mit einem unfassbar guten Versammlungsrecht, mit einer unfassbar starken Verfassung und Versammlungsrecht in Österreich haben ein Privileg, das wir nutzen müssen. Wir haben die Verpflichtung gegenüber allen anderen Menschen, die für ihren Protest einfach umgebracht werden, dass wir in Österreich dafür kämpfen. Das Schlimmste, was mir passiert, seine Geldstrafe. Ist lächerlich. Das ist nur Geld. Also es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, sich zu engagieren. Also wirklich von Fridays for Future bis hin zu letzter Generation, über Extinction, über Uni besetzen oder sonst was. Man kann sich engagieren. Und man hat die Zeit auch, man findet die Zeit auch trotz Lohnarbeit und trotz Studium. Denn wir schaffen es auch. Und es ist echt an der Zeit, wo wir alle aufstehen müssen. Denn je mehr wir sind, desto mehr Druckmittel haben wir. Je mehr wir sind, desto weniger können sie uns ignorieren. Wir waren ja letztens beim Klimastreik. Es waren 20.000 Menschen da. Und vom Parlament gab es ein symbolisches Sit-in. Und wir von der letzten Generation haben uns dazu gesetzt und haben gesagt, wir stehen aber nicht mehr freiwillig auf. Und jetzt stellt euch mal vor, was passiert, wenn 20.000 Menschen, die auf diesem Streik sind, einfach sitzen bleiben und nicht mehr weggehen. Weil wir haben herausgefunden, die Kapazitäten des Polizeianhaltezentrums ist ungefähr bei 130 Personen gewesen an dem Tag. Engagiert euch, wie du gesagt hast, es wurscht wo, ob es bei Fridays for Future ist, ob es bei der letzten Generation ist, geht's auf die Straße. Wir müssen uns immer fragen, ist das, was wir tun, das Effizienteste, was wir tun können? Und diese Frage müssen wir uns jetzt stellen. Also kommt's mit uns auf die Straße. Es ist ein gemeinsamer historischer Kampf und es ist unsere Verantwortung, unsere Verpflichtung, alles dafür zu tun, die Zukunft der nächsten Generationen und einen Teil dieser Lebensgrundlage zu erhalten. Das wird eine unglaubliche Aufgabe und genau deshalb müssen wir jetzt alles geben und riskieren.